Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. An diesem sonnigen Morgen. Heute erzählen wir euch mal ein bisschen zu unserem Fazit Südschweden und ob man in Südschweden Low-Budget reisen kann. Lasst euch überraschen. Die Kosten kommen im Mittelteil, also bleibt dran. Wir sind in der Nebensaison gereist. Das hatte viele Vorteile. Unter anderem der größte Posten ist bei uns gewesen die Fähre und die Maut für die Brücken. Das war wesentlich günstiger in der Nebensaison. Und ein anderer großer Vorteil war, wir hatten die Nationalparks, die Parkplätze, die Schlafplätze im Prinzip fast für uns alleine. Es gab wirklich Plätze am Wasserfall zum Beispiel, den wir gesehen haben. Da war der Parkplatz komplett menschenleer, weil einfach noch nichts unterwegs war. Es war noch niemand auf Reise. Und die Saison fängt normalerweise erst zum Mittsommer an. Das ist so in Schweden am 21.06. roundabout, immer ein bisschen unterschiedlich. Apropos Mittsommer. Es lohnt sich wirklich, die Zeit mitzunehmen, weil das Mittsommerfest ist wirklich ein tolles Erlebnis. Man kann die Kultur und die Traditionen wirklich sehen, riechen, mittanzen und sich mitfreuen. Das war ein tolles, tolles Erlebnis. Und auch wenn wir nicht wissen, wie es im Sommer ist, wir hatten kaum Mückenprobleme. Wir hatten ein paar Fliegen, die ein bisschen lästig waren, weil sie einfach sich überall hingesetzt haben und nicht mehr gehen wollten, aber Mücken wenig. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Einer davon ist, dass es in den Nächten relativ kühl werden kann noch. Also wir hatten so 8 bis 12 Grad in der Nacht, aber haben eigentlich selten unseren Daunenschlafsack gebraucht, weil der kleine Wohnraum, der heizt sich durch den Hund und unsere zwei Körper dann doch auf. Wir haben ja keine Heizung an Bord. Das war nie ein Problem und wir sind eh jetzt nicht so die großen Hitze- und Sonnenanbeter und waren deswegen ganz froh, wenn es tagsüber dann bis auf 20 Grad hochklettert ist, aber eben nicht 30 oder 35 Grad. Für die Menschen jedoch, die schnell frieren, kann man sich überlegen, ob das was ist, genau. Und ein großer Nachteil noch, was uns direkt betroffen hat, war zum Beispiel, dass manche Museen zu waren, weil das noch Nebensaison war. Das heißt, manche Museen hatten nur geöffnet am Samstag und Sonntag oder gar nicht, erst ab dem Mittsommerfest. Einer davon ist ein Freilichtmuseum. Foto Vikens Museum, das ist unterhalb Malmö an der Südküste Schwedens. Und das hatte am Samstag und Sonntag offen und wir waren unter der Woche da. Also haben wir es nicht geschafft anzuschauen. Kommen wir nun zum Money. unseren Kosten. Wir sind 2350 Kilometer gefahren, waren 2 Wochen wirklich unterwegs. Und Schweden gilt ja als sehr teures Land. Kommen wir als ersten Punkt zum Kraftstoff. Wir haben 2 Tanks an Bord, dafür gerne nochmal die Roomtour. Wir haben LPG-Tank, Autogas und Benzin und können deswegen pro Land entscheiden, was wir tanken, je nachdem, was gerade günstiger ist. Oder ob wir gar nicht tanken, durch die hohe Reichweite von 2 Tanks, konnten wir zum Beispiel durch Dänemark komplett einfach ganz durchfahren. Weil Dänemark gilt als das teuerste Land Europas zum Tanken. Da kostet der Liter über 2 Euro. Und meines Wissens nach ist Autogas auch nicht viel niedriger. Also haben wir in Deutschland Autogas nochmal vollgetankt, sind durch Dänemark durch. Und in Schweden ist Autogas relativ teuer, aber dafür ist super günstiger als in Deutschland, bei irgendwie so um die 1,63. Und so haben wir dann insgesamt knapp 80 Liter Superverfahren, 40 Liter LPG. Und haben so 176 Euro ausgegeben. Und jetzt zum Essensposten. Essen, genau. Wir haben das so gemacht, dass wir für eine Woche Essen aus Deutschland mitgenommen haben und für eine Woche eingekauft haben dann in Schweden. Das hat sich auch gelohnt. Man könnte bestimmt auch Essen aus Deutschland einpacken für 2 Wochen. Wir wollten aber gucken, wie das denn ist, einzukaufen in Schweden und was man so isst. Die meiste Zeit haben wir im Auto gekocht. Das heißt, die Kosten konnten wir niedrig halten. Einmal sind wir essen gewesen und im Supermarkt in Schweden ist es ein bisschen teurer als in Deutschland, aber abhängig natürlich, was für Produkte man kauft und was man isst, war das vergleichbar, finde ich. Bisschen teurer. Ein bisschen teurer, ja. Wir haben so für 2 Wochen 252 Euro für 2 Personen ausgegeben.
Ja. Aber wenn man dort einkauft, dann kann man eben die lokalen Spezialitäten essen und dafür ist man ja auch in einem fremden Land, in einer anderen Kultur, um dort eben das Lokale zu essen und nicht nur das Essen, was man von zu Hause mitgebracht hat. So, Eintritte. Wir waren im Sagenlandet Museum in Dänemark. Das ist ein großes Freilichtmuseum, wo man dann durch die verschiedenen Epochen, die Bronzezeit, die Steinzeit, die Wikingerzeit, die haben eine riesen Königshalle da stehen, durchlaufen kann und das dann mit Reenactern vor Ort erklärt bekommt und gezeigt bekommt. Wirklich schön, sehr empfehlenswert. 2 Personen, 55 Euro. Und ein kleiner Tipp zu diesem Museum. Wenn ihr dieses besichtigen wollt, dann nehmt euch Essen zum Grillen mit. Man kann vor Ort grillen. Es gibt mehrere kleine Feuerstellen mit so einer Grillplatte obendrauf. Und das haben viele Menschen gemacht. Das wussten wir nicht. Deswegen hatten wir kein Essen zum Grillen dabei. Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt aber auch ein Café vor Ort, wo man was zu essen sich kaufen kann. So, dann noch ein paar Kleinigkeiten. Parken, Mitbringsel waren wir bei ca. 20 Euro. Und Fähre und Maut, den Punkt hatten wir vorhin schon angesprochen. Da haben wir früh gebucht und hatten eine sehr frühe Tour hin und eine sehr späte Tour zurück. Und haben so für unsere Überfahrt 185 Euro bezahlt. Da drin sind 2x Fähre Puttgarden-Rottby und zurück jeweils. Und Helsingborg-Helsingor, die Fähre oben und die Öresundbrücke mit der Maut. Kleiner Tipp dabei für den Sparfuchs unter euch. Ihr könnt auch gerade in der Nebensaison, wenn die Fähren sowieso nicht ausgelastet sind, eine sehr späte Tour buchen. Aber ihr könnt schon früher am Schalter sein. So habt ihr den späten Preis, der natürlich dann günstiger ist, aber eine Fähre, die zu einer vernünftigeren Zeit fährt, könnt ihr dann nutzen und die lassen euch auch drauf. Wir haben so eine halbe Stunde gespart, genau, weil wir einfach früher da waren und dann war die Fähre eben nicht voll besetzt und dann konnten wir da mitfahren. Und so haben wir für 2 Wochen mit 2350 Kilometern 687 Euro für 2 Personen ausgegeben. Und ich denke, für Schweden, was eins der teuersten Länder Europas ist, insgesamt von den Lebenshaltungskosten, ist das schon ziemlich low budget. Kommen wir jetzt zu den Erfahrungen mit den Menschen, die wir dort gemacht haben. Wir haben richtig gute Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Die waren sehr, sehr freundlich. Und da wir mit unserem Hund Aske gereist sind, war das in Dänemark wirklich unser Türöffner in die menschlichen Herzen. Die haben die gerne gestreichelt, haben gefragt, aber immer höflich, ob sie auch streicheln dürfen. In Kopenhagen hat uns zum Beispiel eine Hundetherapeutin angesprochen und da hat sich auch ein schönes Gespräch dann über die Politik und über Dänemark entwickelt. Oder zum Beispiel auf einem Parkplatz, wo wir freigestanden sind. Wir haben jetzt schon das dritte Mal die Erfahrung gemacht in Dänemark, dass die Menschen wirklich hundeliebend sind. Und Aske hat schon das zweite Mal auch Leckerli bekommen. Gerade war hier jemand, um den Mülleimer auf dem Platz hier zu leeren. Und hat dann auch Leckerli für Aske gehabt. Und auch in Schweden durchweg freundliche Menschen getroffen. Und vielleicht hängt das mit der Glücklichkeit der Menschen zusammen. Denn der World Happiness Report sagt ja, Dänemark ist auf Platz 2 der glücklichsten Länder der Welt, direkt nach Finnland. Und Schweden folgt dann dicht auf Platz 4. Wer weiß. Und können wir Südschweden als Roadtrip-Reiseland empfehlen? Das können wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war eine schöne Tour. Man kann wunderbar fahren. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr euch da so angucken könnt, müsst, dürft, solltet, schaut mal in anderen Videos vorbei. Genau, viel Spaß beim Nachfahren. Ciao.